Auch mit dem internationalen Magazin gehen wir krankheitsbedingt etwas verspätet ins Wochenende, in die Vorbereitung, macht aber nichts. Wir starten mit Erfolgsmeldungen. Ich sage nur 6 von 9 und 8 von 14 und begrüße damit gleichzeitig mit diesen Zahlen Marcello. Hallo Marcel. Hallo Carsten. Ja, erstmal bin ich sehr, sehr froh, dass es dir wieder besser geht, Carsten. Dann bin ich genauso froh, dass du endlich wieder deine ausgefallenen Pullis hier zum Besten geben kannst. Die, weißt du, die gefallen mir ganz besonders gut. Zu den Tipps, 6 Der von kommt 9. wieder gleich spritzig in die Sendung. Danke. Bitte. 6 von 9, 8 von 14, du hast es gesagt. Die Spezialausgabe für die englische Woche, die wir gemacht haben, hauptsächlich England und Spanien, ist sehr gut gelaufen mit 6 von 9. Also dementsprechend 2/3 aller Tipps waren richtig. Und auch international in der vergangenen Woche 8 von 14 bei 2, 3 Tipps hat nur ein Tor gefehlt, beziehungsweise ist ein Tor zu viel gefallen. Sonst wären es tatsächlich auch 10 oder 11 von 14 gewesen. Dennoch muss ich sagen, Carsten, ich bin sehr zufrieden mit der Ausbeute und ich hoffe natürlich wie immer, dass ich daran jetzt anknüpfen kann. Und wenn ihr mit uns zufrieden seid, freuen wir uns über ein Abo, was ihr liegen lasst. Und jetzt gleich die Frage an Marcel. Ich tausche Kevin De Bruyne gegen Manuel Neuer. Hast du da was zu bieten? Nee. Ja, der ist sprachlos. Er ist sprachlos, weil ja, der ist noch nicht im WM-Modus. Ich schon, Panini-Album schon am Start. Und auch für euch gleich der Hinweis, während der WM sind wir täglich live bei euch und generell wollen wir euch da auch vorbereiten auf das ganze Szenario. Bist du schon einigermaßen fit? Ja, Carsten, du weißt, ich tue mir ein bisschen schwer, weil die WM im Winter stattfindet. Dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich wahnsinnig drauf. Allein das Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador, da geht dann das Fußballherz doch auf und deswegen Ja. freue ich mich sehr drauf. Genau, Katar gegen Ecuador, da weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll bei den ganzen Superstars. So, jetzt fangen wir aber an mit dem Wochenende und zwar mit Tottenham gegen Newcastle. Ja, eine ganz interessante Partie, meiner Meinung nach, weil natürlich Tottenham ja ziemlich oben mitspielt, momentan auf dem 3. Platz. Sie haben jetzt verpasst, auf den 2. Platz zu springen durch die Niederlage bei Manchester United. Aber jetzt spielen sie wieder zu Hause. Und zu Hause ist Tottenham extrem stark einzuschätzen, saisonübergreifend 8 Heimsiege in Folge geholt. Ja, dennoch, man darf Newcastle nicht unterschätzen, denn auch Newcastle ist richtig gut drauf. Sie haben seit 6 Spielen in der Premier League nicht mehr verloren, stellen zudem die beste Defensive der Liga, erst 9 Gegentreffer kassiert und sie haben auch schon 5-mal zu 0 gespielt. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eine Geduldsprobe werden wird für Harry Kane und Co. Und gehe deswegen auf die 1,80 dafür, dass Tottenham mindestens einen Punkt holt, also doppelte Chance 1x in Kombination mit dem unter 3,5, maximal 3 Tore im Spielverlauf. Denn, was man vielleicht noch sagen kann, in 7 von 11 Newcastle-Spielen in der laufenden Premier League-Saison fielen maximal 2 Tore. Deswegen ist diese Marke von 3 Toren, denke ich, ganz gut gewählt. Und die 1,80 kann man auch bedenkenlos anspielen. Ich muss euch gleich wieder mit ins Boot nehmen. Was soll eigentlich eurer Meinung nach Cristiano Ronaldo jetzt machen? Soll der Urlaub machen, auf die Färöer Inseln wechseln, in die USA? Ich weiß nicht. Also beim Spiel gegen Tottenham, also Manchester United gegen Tottenham, hat er sich in der 88. Minute verabschiedet. Das fand Erik Ten Hag gar nicht so gut. Jetzt ist er erstmal suspendiert für das Spiel gegen Chelsea. Was würdest du mit ihm machen, Marcel? Du bist ja auch Trainer. Weiter trainieren lassen, so lange, bis er seinen Fehler einsieht, bis er sich bei der Mannschaft entschuldigt. Er braucht sich nicht bei mir als Trainer entschuldigen, aber bei der Mannschaft muss er sich entschuldigen, weil er die Mannschaft im Stich gelassen hat. Wenn er das macht, dann kann man, denke ich mal, 1, 2 Augen zudrücken. Ansonsten, ja, wird es im Winter, denke ich, sowieso ein vorzeitiges Ende zwischen dieser Partnerschaft Manchester United und Cristiano Ronaldo geben. Aber wie gesagt, eure Kommentare sind dazu interessant. Absolutes Spitzenspiel, Chelsea gegen Manchester United. Da fange ich mit 1, 2, 3 Fakten an, sage ich mal, die ziemlich genau darauf hindeuten, was uns für ein Spiel erwarten wird. Denn Chelsea ist einerseits seit 9 Premier League-Spielen gegen United sieglos. Andererseits hat Manchester United aber nur 2 der letzten 20 Auswärtsspiele in der Premier League an der Stamford Bridge gewonnen. Ja, das heißt natürlich nichts anderes, als dass es sehr, sehr viele Unentschieden gab. Allein 25 gab es in der Premier League-Historie zwischen diesen beiden Mannschaften. Bei keiner anderen Paarung gab es mehr Remis als zwischen Manchester United und Chelsea. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch diesmal wieder auf eine Punkteteilung hinausläuft. Aber da ich kein Unentschieden-Tipper bin, Carsten, habe ich mich auf den Tipp entschieden für das unter 2,5, also maximal 2 Tore im Spielverlauf.
Denn Chelsea ist seit 8 Premier League Heimspielen ungeschlagen. Sie haben zuletzt dreimal in Folge zu Null gespielt. Ja, haben eine sehr gute Defensive unter Graham Potter. Und auch United wird sich schwer tun gegen diese starke Defensive. Deswegen glaube ich an das unter 2,5, höchstens 2 Tore Spielverlauf. Und auch hier liegt die Quote bei 2,0. Das britische Fußballfachmagazin 442 hat eine Reihenfolge, eine Rangliste für die erfolgreichsten besten Trainer erstellt. Überraschung, Pep Guardiola steht an 1, dahinter kommt Ancelotti, schon an 3 Klopp und Tuchel an 6. Also da sind drei deutsche Trainer unter den Top 11. Gar nicht so schlecht. Ich habe dich übrigens nicht gefunden, Marcel. Ist mal da, wo bist du? Was ist mir da durchgerutscht? Ich weiß nicht, vielleicht war mein Name zu lang, um in die Zeile zu passen. Ich weiß es nicht genau, aber ich sag mal so, Carsten, ich stand nicht drin und ich glaube, Roberto De Zerbi stand auch nicht drin von Brighton. Denn der italienische Trainer ist nicht gut in die Saison gekommen, beziehungsweise nicht gut in seine Amtszeit gekommen bei Brighton. Er ist ja der Nachfolger von Graham Potter. Viermal stand er bislang an der Seitenlinie für Brighton und es gab noch keinen einzigen Sieg. Ja, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Zuletzt haben sie sogar 7 Gegentreffer in den letzten 3 Auswärtsspielen kassiert. Ja, das heißt, diese eigentliche Stärke, die sie hatten im defensiven Bereich, die ist zuletzt auch ein bisschen abhanden gekommen. Dementsprechend hat Brighton nicht mehr das Momentum auf ihrer Seite wie noch zu Saisonbeginn. Und deswegen wird es sehr, sehr schwer bei Manchester City. Ich glaube, dass Manchester City das Spiel gewinnen wird, so wie übrigens 9 der letzten 10 direkten Premier League-Duelle gegen diesen Gegner. Und ich glaube auch, dass Haaland wieder ein Tor erzielen wird. Denn Haaland hat in den letzten 6 Heimspielen für City immer mindestens einmal getroffen, in Summe sogar 13 Tore erzielt. Deswegen mein Tipp, 1,83, Haaland erzielt ein Tor und es fallen mindestens 3 Treffer im Spielverlauf. Und dann switchen wir gleich nach Spanien in die spanische Liga, wo die Katalanen gegen die Basken antreten. Zwei ganz stolze Völker. Barcelona gegen Athletic Bilbao. Auch in der Tabelle ein echter Knaller. Du sagst es, Carsten, der Tabellenzweite mit Barcelona trifft auf den Tabellensechsten. Ja, Barcelona am Donnerstagabend einen sehr souveränen 3:0-Sieg gelandet gegen Villarreal. Erste Halbzeit war extrem gut, die Barcelona gezeigt hat, haben da auch schon alle 3 Tore geschossen. Danach haben sie es etwas ruhiger angehen lassen, weil natürlich auch in Spanien eine englische Woche stattfindet. Barcelona muss man sagen, in allen 5 Liga-Heimspielen ohne Gegentor geblieben. Ja, dennoch, Bilbao darf man nicht unterschätzen. Du hast es gesagt, Platz 6, auch erst 8 Gegentreffer kassiert und auswärts noch ungeschlagen. Deswegen Vorsicht ist geboten. Deswegen glaube ich an einen relativ knappen Sieg der Katalanen. Und ich gehe auf die 1,95 für den Sieg von Barcelona in Kombination mit dem unter 4,5. Betis Sevilla gegen Atletico Madrid. Auch hier eine spannende Ausgangskonstellation, weil es Tabellennachbarn sind. Beide Mannschaften haben 20 Punkte nach 10 Spieltagen. Kann man durchaus mit zufrieden sein, gerade Betis Sevilla. Die größte Stärke beider Mannschaften ist die Defensive. Betis Sevilla hat erst 6 Gegentreffer kassiert, Atletico Madrid erst 8 Gegentreffer. Und wenn man jetzt noch weiß, dass Betis Sevilla zu Hause alle 5 Spiele gewonnen hat und dabei sogar erst zweimal hinter sich greifen musste, der Schlussmann, dann weiß man, wohin meine Tendenz geht. Ich sage nämlich auch hier fallen wenige Tore unter 2,5, also maximal 2 Treffer im Spielverlauf. Quote liegt hier bei 1,67. Und die Frage in Spanien lautet auch, bekrabbelt sich Sevilla wieder weiter? Also das ist ja schon auch ein Patient. Und die spielen jetzt bei Real Madrid. Es gibt Orte, wo man schneller gesund werden kann. Das auf jeden Fall, Carsten. Ich glaube auch, dass Sevilla weiß, dass es sehr, sehr schwer werden wird zu punkten im Estadio Bernabéu. Denn Real Madrid hat 13 der letzten 14 Heimspiele gegen die Andalusier in La Liga gewonnen. Das ist der erste Fakt. Der zweite Fakt ist, Real steht in der laufenden Saison bei 9 Siegen in 10 Spielen. Und in 7 von diesen 9 oder bei 7 von diesen 9 Siegen wären die Wette auf das unter 4,5 richtig gewesen. Das heißt, es waren viele knappe Siege dabei. 2-1, 3-1, dann war ab und zu mal 4-1 dabei, aber insgesamt fielen eher wenige Tore. Und das, obwohl Real Madrid sehr, sehr oft einen Gegentreffer kassierte. Ja, das heißt, ich glaube auch diesmal an einen relativ knappen Sieg. Ja, ein Torunterschied, maximal zwei Torunterschied, so ein 2-1, 3-1 kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dafür gibt es dann im Endeffekt eine Quote von 1,80, wenn man darauf wetten möchte, dass Real Madrid gewinnt und auch hier, ähnlich wie bei Barcelona, maximal 4 Tore im Spielverlauf fallen. Und Karim Benzema ist ja Weltfußballer des Jahres geworden. Da ist dann meine Frage an euch: Ist das nachvollziehbar oder hättet ihr eine andere Top 3 als die da rausgekommen ist? Lasst es uns einfach wissen. Wie ist es Dann bei halte dir, ich Marcel? Carsten ganz kurz, dann halte ich nochmal dagegen, denn weißt du, wann die letzte Heimniederlage von Real Madrid gegen Sevilla war? Aber
1892? Nein, fast. Hast dich nur um gefühlte 150 Jahre verschätzt. 7. Dezember 2008. Aha. Aber jetzt pass auf, die Aufstellung damals von Real Madrid, ich musste sie einfach raussuchen, weil das ist so ein kleiner Schwenk in die alten Zeiten. Rafael van der Vaart, Arjen Robben, Iker Casillas, Raúl und natürlich, Carsten, dein Lieblingsinnenverteidiger, Fabio Cannavaro. Alle dann damals noch Ah, mit dabei. großartig. Ja, der kleinste Innenverteidiger der Welt, aber die größte Leistung. Super. So, und wenn ihr etwas gewinnen wollt, ohne etwas einsetzen zu müssen, dann ist hier die Lösung. In Italien knallt es an diesem Wochenende auch mal richtig. Wir beginnen mit dem wunderbaren Derby del Sole. So ist der Name für das Spiel zwischen der Roma und Napoli. Ich freue mich schon besonders drauf, weil ich mit dabei sein darf. Und da heißt die Konstellation Mourinho gegen Spalletti. Also die beiden können sich so gut leiden wie Zahnschmerzen. Das Thema ist, Spalletti hat noch nie gegen Mourinho gewinnen können in einem Pflichtspiel. Das ist natürlich eine schwere Hypothek, aber Napoli ist ja richtig gut drauf. So, und jetzt bist du dran. Marcello. Ja, Carsten, erstmal danke für deine wichtigen Fakten, die du genannt hast. Insbesondere die Tatsache, dass Spalletti eben noch nie gegen Mourinho gewinnen konnte, ist natürlich auch für das kommende Spiel nicht ganz unwichtig. Und ich glaube sogar, dass Mourinho diese Serie aufrechterhalten kann. Denn die AS Rom ist sehr gut in Form. Ja, zuletzt dreimal in Folge in der Serie A gewonnen und insgesamt auf dem 4. Platz, nur 4 Punkte hinter Neapel. Dementsprechend können sie im Falle eines Heimsieges sogar bis auf einen Zähler heranrutschen. Das ist dann doch durchaus eine Riesenchance, die sie da haben. Aber du hast es natürlich auch richtig gesagt, Carsten. Neapel ist richtig gut drauf. 10 Spiele, 8 Siege, 2 Unentschieden. Sie stellen die beste Offensive der Liga. Und dennoch glaube ich, dass gegen die gute Defensive, insbesondere natürlich vor heimischer Kulisse, wo die Roma nochmal, ja, ein, zwei Busse mehr vor die Tore parken kann, dass es da sehr, sehr schwer werden wird für die Neapolitaner. Und deswegen sage ich, doppelte Chance 1x. Also Neapel holt mindestens einen Punkt und es fallen maximal 3 Tore. Also unter 3,5 und das beides in Kombination ergibt eine 2,15. Und dann haben wir einen weiteren Verein, der ganz still und heimlich da oben auch mitmischt. Atalanta Bergamo. Genauso wie Lazio Rom. Die treffen aufeinander. Bergamo ist ja nicht dabei in den internationalen Wettbewerben, spielt aber durchaus erfolgreich und knackig. Und Lazio Rom schießt im Moment Tore, wie sie wollen. Das Problem, Ob sie das. Ciro Immobile ist verletzt. Ja, erstens das und zweitens treffen sie natürlich auf die beste Defensive der Serie A. Denn Atalanta Bergamo hat erst 6 Gegentreffer kassiert. Ja, sie sind noch komplett ungeschlagen. 10 Spiele, 7 Siege, 3 Unentschieden. Zu Hause haben sie auch schon 3 ihrer 5 Spiele gewonnen, 2-mal unentschieden gespielt. Aber du hast es natürlich angesprochen, Carsten. Lazio Rom schon 21 Treffer markiert, die zweitbeste Offensive. Klar, Ciro Immobile mit 6 Toren wird fehlen. Dennoch ist Lazio auswärts eben noch ungeschlagen. 2 Siege, 2 Unentschieden und auch erst ein einziges Gegentor kassiert. Und genau darauf bezieht sich auch meine Wette. Ich sage nämlich, dass Atalanta Bergamo in diesem Spiel maximal ein Tor erzielen wird. Warum? In 5 von 10 Fällen in der laufenden Serie A-Saison mussten sie sich mit diesem einen Tor zufrieden geben. Und insbesondere gegen die Top-Teams, das heißt gegen Milan, die Fiorentina oder auch AS Rom, haben sie nur ein Tor erzielt. Und ich glaube, auch gegen Lazio Rom wird es maximal ein Tor sein. Und deswegen gehe ich auf die Quote 1,90 dafür, dass Atletico Bergamo, Atalanta Bergamo maximal ein Tor erzielt. Genau, Hauptsache Bergamo. Sehr gut. Und dann gehen wir in die Toskana. Da leben die Sparfüchse in Italien. Denn die Fiorentina, die kann auch keine Tore schießen. Die empfangen jetzt Inter Mailand. Siehst du da eine Chance für die Fiorentina? Zu Hause muss man die Fiorentina immer ein Stück weit auf der Rechnung haben. Nie unterschätzen darf man sie. Dennoch glaube ich, dass Inter Mailand einfach durch den Sieg in der Champions League, ja, durch die 4 Punkte gegen Barcelona in der Champions League, durch den Sieg am vergangenen Wochenende gegen die Salernitana enorm viel Selbstvertrauen getankt hat. Es geht in die richtige Richtung, muss man sagen. Und deswegen sage ich Quote 2,10, Sieg Inter Mailand, denn sie müssen gewinnen. Ganz einfach, sie sind 8 Punkte schon hinter dem Tabellenführer, momentan auf dem 7. Platz und sie haben 3 ihrer 5 Auswärtsspiele verloren. Das heißt, es wird langsamer Zeit, dass sie sich am Riemen reißen und langsam in die Erfolgsspur zurückkehren.
Übrigens habt ihr bei uns wieder die Möglichkeit, ein Bundesliga-Trikot eurer Wahl zu gewinnen. Ganz einfach, ihr geht zu Instagram auf unsere Seite wettbasis-de. Dann müsst ihr einfach nur die Seite liken, den Post liken, das Ganze an zwei Freunde taggen und in der eigenen Story posten. Und schon könnt ihr ein Trikot eurer Wahl gewinnen. Viel Erfolg dabei. So, und dann sind wir jetzt in Frankreich in der Ligue 1, Lille gegen Monaco. Zwei der formstärksten Teams momentan in Frankreich. Lille zuletzt zweimal in Folge gewonnen, insgesamt 4 der letzten 6 Partien in der Liga gewonnen. Monaco hat sogar 16 von möglichen 18 Punkten aus den letzten 6 Spielen geholt. Beide Mannschaften haben extrem viel Selbstvertrauen. In 4 der letzten 5 direkten Duelle dieser beiden Teams haben jeweils beide auch getroffen. Und deswegen sage ich hier zu einer etwas geringeren Quote, dass beide Mannschaften sind vorher vollkommen 1,57. Marseille gegen Lens. Auch eine sehr interessante Konstellation, weil Lens durch den Sieg in der vergangenen Woche sogar an Marseille vorbeigerückt ist in der Tabelle. Lens stellt die zweitbeste Defensive hinter Paris. Ja, sie haben erst 8 Gegentreffer kassiert, aber sie haben eben auch nur eines ihrer 5 Auswärtsspiele gewonnen. Das heißt, sie sind zu Hause deutlich stärker einzuschätzen. Deswegen glaube ich schon, dass Marseille dieses Spiel nicht verlieren wird. Und meine Wette lautet deswegen 1,72, doppelte Chance 1x und unter 3,5 Tore. Denn auch Marseille steht unter Druck. Nach zuletzt ja 2 Niederlagen in Folge in der Liga müssen sie eigentlich mal wieder gewinnen, um den Anschluss nach ganz oben nicht zu verlieren. Und dann treten wir mal unseren Flug in alle Welt an. Und komischerweise landen wir immer bei solchen Ausflügen dann auch in Österreich. RB Salzburg gegen Sturm Graz. Aus zweierlei Gründen, Carsten, landen wir in Österreich dieses Wochenende. Denn natürlich zum einen das Spitzenspiel in der österreichischen Bundesliga steht an. Der Tabellenerste Salzburg trifft auf den Tabellenzweiten Sturm Graz. Aber was vielleicht für deutsche Fans noch wichtiger ist, Christian Ilzer, der aktuelle Trainer von Sturm Graz, wird aktuell als einer der Top-Kandidaten auf die Nachfolge von Frank Kramer beim FC Schalke 04 gehandelt. Deswegen sollte man ihn auf jeden Fall mal kurz thematisiert haben. Er spielt eine sehr gute Saison mit Sturm Graz. Er hat jetzt sogar die Möglichkeit, sehr nah an Salzburg ranzukommen. Ja, das wäre natürlich eine super Sache. Graz ist seit 7 Spielen ungeschlagen in der österreichischen Liga. Sie haben zuletzt 5-mal in Folge gewonnen im Ligabetrieb und auch 3-mal auswärts nacheinander gewonnen. Das heißt, über Selbstvertrauen verfügt diese Mannschaft auf jeden Fall. Dennoch glaube ich, dass bei den Pleckis, so wird die Mannschaft als Spitzname genannt, dass da doch ein bisschen Unruhe eingekehrt ist, weil natürlich auch sie Zeitung lesen, auch sie ins Internet schauen und da ihren Trainer mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht sehen. Deswegen bin ich bei Salzburg. Ich sage 1,63 Heimsieg des Champions League Teilnehmers aus Wals-Siezenheim. Großartig, Marcel. Vielen Dank für diese Infos. Super. Ja, das ist mal Kompetenz. So, und jetzt sind wir in der Türkei. Fenerbahçe gegen Başakşehir hier. Zweiter gegen Dritter, also das nächste Topspiel, auf das wir uns freuen in der Türkei. Es treffen zwei völlig unterschiedliche Ansätze aufeinander. Wir haben auf der einen Seite Fenerbahçe, die eine extrem gute Offensive haben, schon 28 Tore erzielt, aber auch schon 10 Gegentreffer kassiert. Und wir haben auf der anderen Seite Başakşehir hier, also den Stadtrivalen, den ja regierungsnahen Club, nennt man ihn auch gerne. Sie haben 13 Tore erst erzielt, ja, aber auch nur 3 Gegentreffer kassiert. Das heißt, offensive Power trifft auf defensive Stabilität. Und ich sage dennoch, dass Fenerbahçe die besseren Chancen haben wird, weil sie eben zu Hause spielen. Zu Hause haben sie 13 von möglichen 15 Punkten geholt, unter anderem auch schon den Tabellenführer Demirspor geschlagen und in 3 von 5 Heimspielen eben auch mindestens 4 Treffer markiert. Und deswegen sage ich 1,95 Heimsieg von Fenerbahçe. Und unser letztes Spiel lautet Porto gegen Benfica. Da sind wir praktisch auch schon beim 5. Spieltag der Champions League, denn da sind ja auch beide vertreten. Dazu kommt natürlich auch wieder unsere Sendung, unsere Vorbereitung am Wochenende. Also Porto gegen Benfica. Ja, hier aufgepasst, das Spiel findet schon am Freitagabend statt. Das heißt, sobald ihr hier dieses Video anschaut, könnt ihr auch eigentlich schon auf dieses Spiel setzen. Denn auch das ist wie das dritte oder wie die anderen beiden Spiele aus aller Welt ebenfalls ein absolutes Topspiel. Der zweite trifft auf den ersten. Ja, Benfica Lissabon weiterhin unter Roger Schmidt ungeschlagen. 18 Pflichtspiele, 15 Siege, 3 Unentschieden. In der Liga stehen sie bei 8 Siegen und einem Unentschieden. Ja, dementsprechend Tabellenführer. Sollten sie jetzt alle 3 Punkte aus Porto entführen, würden sie sich schon auf 6 Punkte distanzieren von dem direkten Konkurrenten um die Meisterschaft. Ja, das muss sicherlich das Ziel sein, wobei ich glaube, dass auch Benfica mit einem Punkt nicht unzufrieden wäre. Und wenn man jetzt noch weiß, dass Porto in der laufenden Saison alle Heimspiele gegen
direkte Konkurrenten, das heißt Braga oder Sporting Lissabon, mit mindestens 3 Toren Unterschied gewinnen konnte, dann weiß man zumindest, warum Benfica Lissabon als leichter Außenseiter gehandelt wird. Dennoch bin ich der Meinung, Benfica ist momentan etwas stärker einzuschätzen als Porto. Deswegen gehe ich auf das Draw No Bet 2. Im Fall eines Unentschiedens gibt es den Einsatz zurück. Dennoch leichte Vorteile bei Benfica und die Quote liegt bei einer hohen 2,15. Ja, nenne ich mal satt. So, hier sind alle Tipps in der Übersicht für das internationale Wochenende. Vielen Dank, Marcello. Und wie gesagt, wir bleiben mit einer hohen Frequenz unterwegs. Auch bei der Champions League sind wir wieder top fit. Viel Erfolg!